Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Film-Review auf diesem Kanal, beziehungsweise zu einer weiteren DVD-Kritik. Und heute haben wir es mal wieder mit einem Kaiju zu tun, denn ich habe hier vorliegen Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, ein wunderbarer deutscher Verleihtitel, ich liebe sie, von Yoshimitsu Banno, ja, von Toho hier, aber nicht von Ishiro Honda, sondern von diesem guten Herrn, dessen Name ich nur sehr schwer jetzt aussprechen konnte, der auch sonst, glaube ich, keine weiteren Kaiju-Vertreter produziert hat, wenn er überhaupt noch irgendwelche anderen Filme gemacht hat. Was er trotzdem, obwohl er nur diesen Kaiju-Film, glaube ich, gemacht hat, hat er trotzdem einen der außergewöhnlichsten Kaijus gemacht. Aber dazu gleich später mehr. Ja, wir haben hier, das ist eine Anolis-Veröffentlichung, wir haben hier auf dem Spine natürlich den Titel und auch das kleine Cover hier von den Kaiju Classics. Die sind ja immer so, ja, silberfarben gehalten, sage ich mal. Das haben wir auch als Alternativcover und das ist auch auf der Disc drauf. Aber wir haben hier so eine, ich glaube, das Kinoplakat ist es, wo wir wirklich Godzilla und Hydrox so sehen, wie sie auch im Film sind. Also das ist nicht gezeichnet, sondern es ist eher so eine Fotokollage und die gefallen mir auch wirklich besser. Also die Cover von den Kaiju Classics, die finde ich wirklich nicht gut. Ich finde, Kaiju-Cover müssen richtig knallbunt sein und die müssen die Monster auch schon zeigen. Die müssen so richtig schön, ja, diese Naivität dieser Filme irgendwie zeigen und zusammen mit dem Titel, ja, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster ist natürlich wieder völlig absurd. Entweder spielt hier Frankensteins Monster, gibt's hier nicht. Weder gibt es Teufelsmonster. Warum Teufelsmonster? Der Titel ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist eigentlich ein völlig irreführender Titel, aber ich glaube, da muss man ja bei den Kaiju-Filmen überhaupt nicht diskutieren. Ja, und wenn wir jetzt hier reingucken, haben wir halt, wie gesagt, auf der Disc das Kaiju Classics Cover. Finde ich, das ist nur eins der schöneren. Aber trotzdem, die mag ich halt trotzdem nicht. Also wir sehen ja auch den Anolis hier drauf, ne? Ab 12 Jahren freigegeben. Ja, wie gesagt, das ist eins der schöneren, aber schön finde ich sie trotzdem nicht. So. Ja, worum geht's überhaupt? In der Bucht von Tokio wird alles abgeleitet. Die Menschen, die bösen Menschen, die verschmutzen alles. Die zerstören die Umwelt. Und aus diesen Giftdämpfen, Giftgasen entsteigt Hydrox, eine mutierte Kaulquappe, was, glaube ich, die zu unglaublichen Größen heranwächst und die sich von Müll und Abgasen ernährt und die Abgase braucht, um zu überleben. Ja, und dieses Monster trachtet der Menschheit natürlich wieder nach dem Überleben. Ja, und Godzilla erweist sich hier als Retter der Menschheit, weil natürlich ist auch Hydrox ein Feind, denn wenn Hydrox die Welt vernichtet, wo soll Godzilla dann noch leben? Ja, und so entspinnt sich mal wieder ein typischer Kaiju-Kampf mit völlig absurden Szenen. Wir sehen es hier schon. Godzilla fliegt hier rum. Also da habe ich auch schon wieder, da konnte ich nur noch den Kopf schütteln, als ich die Szene gegen Ende gesehen habe. Er fliegt hier wirklich rum. Ja, ich weiß auch nicht. Und auch Hydrox fliegt hier rum. Also die fliegen auch immer so steif rum. Also die bewegen sich kaum. Also die werden wirklich an Drähten dann so schön da rumgeschwungen. Also wirklich völlig absurd. Der Film geht 82 Minuten. Ja, und wie ich gerade gesagt habe, es ist ein bisschen außergewöhnlicher Kaiju, weil dieser Kaiju ist nicht so knallbunt, obwohl man sich das denken könnte. Der Film ist tatsächlich ganz ernst, weil in den 70er Jahren so ein bisschen, ja, Greenpeace aufkam. Man hat sich da mehr um die Umwelt gesorgt als davor und so der erste Grundgedanke kam, dass man die Umwelt nicht einfach so verpesten kann und das wurde hier halt verarbeitet. Es gibt ein paar surrealistische Szenen tatsächlich, was natürlich zu Kaijus eigentlich so gar nicht passt. Es gibt auch ein paar angestreute Szenen, Zeichentrick-Szenen, Zeichentrick-Sequenzen, die auch so ein bisschen sozialkritisch sind, so künstlerisch angehaucht, sage ich mal. Und das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Auf der einen Seite haben wir natürlich diese absurden Kaiju-Kämpfe, aber auf der anderen Seite haben wir halt auch diese surrealistischen Szenen. Es passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Und der Film ist trotzdem ganz unterhaltsam, weil er natürlich wie immer kurzweilig ist. Und am Ende ist er eigentlich, ja, genre-typisch. Man versucht, Hydrox mit irgendwelchen Stromkreisläufen wieder zu besiegen. Und das zieht sich leider ein bisschen das Ende. So die letzten 20 Minuten kämpfen sie halt. Hydrox ist tot, dann lebt er doch wieder, dann ist er wieder tot und dann laufen sie die ganze Zeit hin und her. Ja, es ist am Ende ein bisschen langweilig, will ich nicht sagen, aber ein bisschen trist ist es am Ende dann doch schon. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft.
Aber ich will den Film auch nicht schlecht machen. Er hat mir trotzdem gefallen. Es ist trotzdem ein guter Kaiju. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.